Willkommen bei Han Solo Live. Ihr hört jetzt keinen Ton, weil ich gerade auch streame auf dem großen Monitor. So viel ist natürlich hier nicht los. Ich meine, so viel ist da auch nicht los. Aber die haben den Falken aufgebaut. Die haben den Eingang. Die gewissen Schauspieler sind da, ist klar. Nissan sponsert. Nissan hat sogar einen Wagen umgebaut als so eine Art Falke. Ja, mit einem so einem Schusswechsel da oben drauf. Ja, da ist der Falke, also kann man natürlich nicht begehen, ist ein wunderbares Dach auf Deutsch gesagt. Aber in Amerika ist das ja alles möglich. Der rote Teppich im Dolby Theatre in Los Angeles bringen die da heute live Star Wars. So, Star Wars sieht man, so viel ist jetzt nicht los, ob es an der Uhrzeit liegt oder je nachdem. Das ist der Originalschauspieler hier vorne, da sein Double, der da rumläuft, der sich dann auch das Autogramm geben lässt. Weil die Stars haben jetzt Feierabend sozusagen. Hier hat sich auch einer in so eine Pappmaschine eingearbeitet, L3. Also sind schon einige da, Cosplayer vor Ort, die da das Ganze zelebrieren. Einige laufen auch rum wie Carissian, haben auch die Sachen an von Carissian. Das sag ich ja, in Amerika bekommt man alles sofort. Hier muss man suchen. Hier bekommt man auch keine Antwort, wo man suchen sollte oder wo man es bekommt. Grüße! Morgen. So, geht fröhlich weiter mit der Live-Schaltung hier in Los Angeles, Dolby Theatre. Sind natürlich einige Stars, sagen wir mal, fast alle Stars sind da. Ist dieser Wahnsinns-Hype, den wir mal kannten in den 70er Jahren, 80er Jahren, den gibt's alles gar nicht mehr. Wir können jetzt hier in Ruhe uns zurücklehnen, so wie ich jetzt auf dem großen Monitor. Deswegen hört ihr jetzt keinen Ton, weil ich den großen Monitor da oben jetzt nicht... Ich meine, jetzt strömen die Kunden hier rein, aber wir unterhalten uns ja nicht darüber. Ich habe nur gerade noch einen Smalltalk gehabt, hier sage ich, ja, natürlich gehen wir am 24. da rein, ist ja logisch. Wenn wir da reingehen, uns den anschauen, ich werde jetzt auch am Wochenende schon mal die Karten kaufen. Vielleicht werde ich auch mal den Rüttelstuhl, der etwas teurer ist, ja, den 3D-Rüttelstuhl, wo man dann alles merkt. Ich meine, da ist ja schon was los. Vielleicht rappelt ja dann auch der Zug, wo die da drauf springen und versuchen, den auszurauben. Ich meine, die zeigen jetzt viele Clips, sie sprechen darüber. Sie zeigen halt auch den Falken, wie er aufgebaut. Die zeigen auch so die Eingänge, die zeigen auch den roten Teppich. Es sieht natürlich toll aus, weil viele, die da wohnen, haben ja schon im Vorfeld die Aufbauarbeiten gefilmt und auch fotografiert. Hier wird immer wieder eingeblendet, nicht allzu viel. Wir müssten dann abwarten, heute Nachmittag oder heute Abend oder am Wochenende, wie die Resonanzen sind, wie die Amerikaner da loslegen, wie die Deutschen das übersetzen, wie GameStore und wie sie alle heißen, GameStar und die anderen Filme sowieso, die das dann alles auf den Weg bringen und dann sagen, gut oder nicht gut. Resonanz, gut oder nicht gut. Für mich persönlich, okay, ich mag sowas. Das, was ich gesehen habe, ist so wie früher. Und früher war Western, jetzt habe ich wieder ein Western. Ist so ähnlich wie Firefly, wer die Serie kennt. Auch so ein Space Western. Auch alles immer dasselbe, Krieg. Nachher verbünden die sich. Han Solo hier zeigt man zwischendurch, dass er doch ein Filou ist, ein Vorsprecher, ja, sofort zur Waffe greifen will und all solche Sachen. Und dann wird er gebremst. Also er ist halt ein Draufgänger, ja, Angst, so kennt er nicht. Alles, also er ist neu, ich finde es stark, dass er jetzt als Neuling gezeigt wird, so wie er ist. Die ganzen Fehler, seine Überheblichkeit und seine Kaltschnäuzigkeit, ich finde es toll, dass er da, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die anderen Schauspieler da überhaupt vor The Star Wars Show Community hier auf diesem roten Teppich zu sehen sein werden. Bis jetzt um 8 Uhr fing das an und jetzt haben wir schon 10 Uhr, seit 2 Stunden läuft es. Und in Amerika seht ihr, das geht so, ist Abend irgendwie, Spätabend. Oder am Nachmittag 17 Uhr haben die, glaube ich, schon. Ich musste auch. Wir haben jetzt 10 Uhr, rechnet selber aus. Wir haben 10 Uhr, ich glaube 9 Stunden
zurück, richtig? Dann könnte es sein, dass sie da so um 16, 17 Uhr haben. Oder? Müsste selber rechnen, habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, wie gesagt, auch wir sind kräftig dabei, die Sendung zu gestalten. Wir überlegen uns auch, vielleicht mit Kostüm zu arbeiten oder halt nur mit Maske zu arbeiten. Wir arbeiten auch dran, den ganz großen, also nicht 1:1, um Gottes Willen, aber einen verdammt großen Falken zu bekommen, den wir dann hier ausstellen werden. Nur bis jetzt ist die Summe von 1200 Euro für ein Plastikteil eine Hausnummer, wo man sich fragt, soll man das wirklich? Weil wir sind nicht Disney. Wir sind auch eine Firma, die Spaß haben an so etwas. Wir wollen halt für die Community, Star Wars Community, Wohnzimmer eine tolle Sendung machen, weil wir Lust und Spaß haben und hoffen, dass auch welche mitmachen. Wir hoffen, dass ihr auch selber Spaß dran habt. So einfach ist das nicht, weil Disney unterstützt 100% nicht, machen alles selber. Nur ein Problem, Englisch, Amerikanisch und das war's. Europa kaum etwas, da wird auch kaum was gemacht. Ob in Berlin ein riesen Zauber gemacht wird, wissen wir nicht, hat man uns noch nicht gesagt. Und ob in Berlin dann auch so ein Falke da mal eben gerüstmäßig aufgebaut wird, ja, das ist eine absolute Filmkulisse. Ich glaube nicht, dass die das nach Europa bringen, obwohl von England mal eben kurz rüber. Es könnte sein, ja, England vielleicht, dass in England vielleicht, weil ja da die Studios sind, dass da vielleicht auch bedingt schon alleine die beiden Prinzen sozusagen, ja, auch Star Wars Fans sind, die an sich in 8 mitgearbeitet haben als Stormtrooper und nachher leider nicht eingesetzt wurden, aber auch egal. Ist halt, wer 8 gesehen hat, ist eh gespalten im Moment. Wir hoffen alle, dass J.J. Abrams das wieder, dass er das wieder wettmacht. Die Charter, wir wissen alle nicht, warum Johnson überhaupt weitermachen darf. Aber wenn Johnson da mit seiner Trilogie baden geht, dann wäre es schon traurig. Ist ja was Neues halt. E9 ist auch neu. Da werden ja auch die Alten sozusagen, na, nach hinten, immer mehr nach hinten. Ich komme neue, die suchen ja neue. Die suchen auch neue Helden und wo sie drauf ansetzen können. Sie wollen ja auch irgendwie die Mutter von Rey zeigen oder so. Also sie ist zwar eine Schrotthändlerin, aber mit der Ausbildung, die sie hat, oder mit den Blutkörpern, die in ihr sind, da glaube ich wohl kaum. Ja, er hier, der sogenannte Bösewicht-Darsteller, habt ihr ja gerade gesehen. Ja, ich meine, ein Superstar ist halt da. Alles freut sich, ist ja klar. Ja, Han Solo geht jetzt in den Start. Man zeigt immer diesen Trailer. So eine Live-Schaltung, jetzt sitzen da stundenlang, sich das angucken. Naja, muss jeder selber wissen. Eingefleischte Star Wars-Fans sitzen vielleicht da mit Popcorn und was weiß ich, Cola oder so am heimischen Fernseher. Gut, wir haben eine riesen Anlage hier, wir können alles zuschalten, aber wie gesagt, hier ist auch nicht der Hype, seht ihr ja selber. Hier sind die Leute jetzt auch nicht, oh, lass uns gucken hier. Nee, ist nicht. Ich lasse mich wirklich überraschen jetzt am 24. was da abgeht. Und ja, ich werde vielleicht ein paar Aufnahmen machen. Gucken, wer da ist. Auch Fragen stellen, wie die es empfunden haben. Dann hoffe ich auf eure Kommentare hier bei Star Wars Community Wohnzimmer, dass ihr dort Bescheid sagt, dass ihr sagt, wie es euch gefallen hat, aber nicht gefallen hat. Ich weiß gar nicht, ob ein paar andere schon da sind. Ja, ist alles noch frisch, ist alles noch ziemlich frisch bei denen. Bei uns ist gerade mal 10 Uhr. Es läuft gerade seit 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, wer alles schon da war. Ein paar Presseleute. Er wird rumgeführt, ist klar. Wie gesagt, er geht auch zu schwanger. Das sind also 2 Superkostüme. Ja, also 2 Superkostüme, die da wirklich, und die manche Fans, die Superkostüme haben, werden ja auch direkt vor die Kamera genommen. Dürfen auch auf den roten Teppich. Also
ist für einen Fan, der sich wirklich als Fan sieht, viel Geld dafür ausgibt, ein Highlight. Also ich werde Los Angeles nicht nochmal sehen. Ich werde Los Angeles auch den Boden da nicht nochmal betreten, weil die Zeit reicht gar nicht aus. Weil ist halt so. Ab 60 denke ich anders, bin ich etwas ruhiger. Mit 25 sah die Welt anders aus. Und dann hat das auch alles ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, die diskutieren die Live-Schaltung. Und ich will euch jetzt hier auch nicht noch mehr langweilen, weil ihr könnt ja selber schauen. Geht auf StarWars.com oder später bei YouTube, glaube ich, dass es da auch gezeigt wird. Und könnt auch reinspringen, hin und her fahren, euch die schönen Sachen zeigen. Im Kino zeigen sie ja leider nie. Das wäre hochgradig interessant, wenn man im Kino auch zeigen würde und dann vielleicht so einen Anfang dann auch senden würde und dann aussteigen, wie hier jetzt auf so einem roten Teppich. Wie gesagt, hier in Deutschland findet das nicht statt, leider. Hier in Deutschland haben wir nicht die Chance, so eine Show zu erleben. Nur in Amerika. 2019, Anaheim und die Convention und das Hotel, die Eröffnung, meine lieben Freunde, da wird es wohl richtig abgehen. Also da wird es richtig abgehen. Und wenn das Museum von George Lucas auch irgendwann steht, irgendwo in L.A., soll es ja irgendwie stehen. Er packt da einige Milliarden rein jetzt gerade, um ein richtig tolles Museum dahin. Ich meine, dann wird er sicherlich auch hin und wieder mal ein Videoclip oder eine Live-Schaltung kommen. Also, total recht herzlich willkommen bei Star Wars Community Wohnzimmer. Meiner einer, Captain Rex, AWH Solo, verabschiedet sich und hofft, dass was Tolles kommen möge. Ich werde mir das so anschauen. Ich kann es ja, wie gesagt, auf dem großen Monitor sehen. Die hier waren, wissen Bescheid, dass das wirklich so ist. Und freue mich halt auch auf die beiden, Yayushi und Marco, dass die erscheinen und dass wir hier tolle Sachen machen. Auf dem Wege, sage ich nochmal, Stefan Karl Weinsbach, Thorsten Sink, Klaus Albert Tegleier, Phil Dyris, Marcel Alexander Möll und Thomas Meyer und vor allen Dingen Yayushi und Marco. Ich bedanke mich total recht herzlich für die Unterstützung dieser Idee, Sendung Star Wars. Mal schauen, vielleicht kann man ja einige wieder begeistern. Das Problem, wie gesagt, 30, 40 plus und 55 plus, die sitzen jetzt hier nicht vor der Kamera, sitzen jetzt auch hier nicht und schauen live, wenn vielleicht auf dem Handy oder keine Ahnung wo, und sind doch nicht so verrückt wie die Verrückten, die halt sich wirklich die Zeit nehmen, mit Star Wars zu agieren. Wir leben hier in einer sogenannten Star Wars freien Zone und da müssen wir durch. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, live gesehen, live dabei gewesen um 8 Uhr, LA Premiere Star Wars Han Solo. Jetzt so gegen fast 13 Uhr kommen dann schon die ersten Sachen des Sprechens. Viele Kunden, ich habe das auf großen Monitor geschaltet, die kamen dann durch Zufall, kam man dann auch ins Gespräch. Ich bin auch der Meinung, dass es Star Wars 2.0. Star Wars 2.0 neu ausgerichtet, neue Akteure, neue Charaktere, eine ganz andere Thematik. Man sollte auch, wie gesagt, nicht auf die Schauspieler manifestieren, dass nur der Schauspieler das ist, was er ist, sondern jetzt irgendwie, egal wer, und es kommt, es wird. Okay, man könnte jetzt hergehen und auf diese neuen Schauspieler aufbauen, dass die jetzt, sagen wir mal, ihre 12 Folgen da bekommen, ihre Episoden bekommen, ihre Serien bekommen. Wie gesagt, wir sind jetzt in den Anfängen des Star Wars 2.0, so ungefähr könnte man das nennen. Neues Star Wars, weil das alte Star Wars wird jetzt mit E9 irgendwie abgeschlossen, abgerundet. Vielleicht schafft er ja auch den Übergang zu den neuen Sachen. Ja, wer weiß. Die springen ja da auch hin und her. 5 Jahre nach dem, was wir gesehen haben. Keiner hat mehr Interesse, keiner macht mehr. Dafür gibt es ja die Resistance. Ja, die dann da in dieser Abhandlung spielen, die im Herbst also schon
gesendet werden sollen. Wenn wir Glück haben, über YouTube, dass wir da die englische Version sehen können, bevor wir dann unsere europäische Version sehen können. Also, ich weiß nicht, wie ihr darüber nachdenkt oder überhaupt denkt. Ihr seid die Fans. Ich sage Star Wars 2.0, neu. Neue Ausrichtung. Heute ist halt wieder wie früher, nur halt nicht so lange warten, 3 Jahre warten. Also für mich ist es immer noch Star Wars. Es ist nicht das alte Star Wars, es ist das neue Star Wars. Die Jugendlichen, die da meinen, Rogue One hätte Apocalypse Now werden sollen, meine lieben Freunde, Apocalypse Now für 18-Jährige, ich weiß nicht, so hätte es nicht stattfinden dürfen, tat es ja auch nicht, Gott sei Dank. Rogue One war sehenswert. E8 spaltet, ja richtig, da habt ihr recht. Also wenn man sich zurücklehnt, das Ganze auf großer Leinwand anschaut, dann in einem sehr guten 3D mit erstklassiger Qualität, dann sieht man halt dann schon, oje, ja, die haben recht. Ich meine, Mühe haben sie sich gegeben, sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, weil wenn man in 3D ist und sich alles anschauen kann, von der Naht, von den Sachen, die die tragen und alles, wo die da so rumhantieren und so tun, als ob es da wäre, ist so gut gemacht, dass man durch dieses 3D es sieht, ja auch die Knöpfe, ich meine, die sind ja stolz. Sind die jetzt stolz auf diesen Falken, dass da jetzt wirklich alles funktioniert. Der Rundgang, den man uns gezeigt hat und alles. Also, es war sehenswert, die Premiere. Ich freue mich jetzt drauf, wenn ich den jetzt endlich selber sehen darf. Aber richtig freue ich mich immer, wenn ich ihn in den Händen halte, ihn habe und dann, wie gesagt, in meinem eigenen Reich mir es anschauen kann. Und wenn die Tonqualität wirklich 7.1 wäre, wäre ich super glücklich. Ist leider nicht. Bei Tron zum Beispiel war 7.1. Das hat Spaß gemacht. Überwiegend bekommt man ja DTS 5.1. Aber egal, wenn die Bildqualität gut ist, Soundqualität gut ist, und man dann, wie gesagt, eintaucht in sein eigenes 3D, dann kommen die Filme ja sowieso ganz anders raus. Jetzt zum Vatertag bzw. Christi Himmelfahrt habe ich mir dann halt, wie gesagt, Tron nochmal angeschaut und andere in 3D, also macht es schon Spaß. Ja. Ja, Marco hat recht. Weil einige leben da in einer Star Wars Haribo-Tüte und diese Haribo-Tüte muss immer dieselbe sein. Und dann macht es keinen Spaß. Die Vielfalt in einem Universum ist so weit. In dieser Vielfalt sollte man da so viel reinpacken, dass man auch durch diese Vielfalt eine Menge hat. Wer lesen will, kann lesen. Ja? Man muss daran halten, dass das Lesende, das Expanded Universe anders war, überhaupt nicht, naja, anders war. Und Hollywood so ist, wie Hollywood ist. So, wir mögen Hollywood, also bleiben wir bei Hollywood. Hollywood zeigt uns jetzt den neuen Hand. So, darum sagen wir jetzt Star Wars 2.0. So, und wir mögen zwar auch Haribo, aber wir kaufen uns andere Tüten und wollen nicht immer dieselbe Tüte. Wir wollen auch nicht immer denselben haben. Also wenn die jetzt mit Han Solo, mit Obi-Wan Kenobi kommen, muss nicht unbedingt sein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, was so ein Mann für sich selbst gemacht hat, wie er dann, was weiß ich, geguckt hat, was macht er denn? Ja, sein Zögling da und so, sonst wäre er ja nicht hinter ihm, ne, und hätte ihn nicht und so weiter. Wenn man mal darüber nachdenkt, ja, er ist verunglückt da, lag da rum und er kam vorbei und hat ihm geholfen. So, dann sollte man darüber nachdenken. Also, wenn ich einen Film sehe, wie ein älterer Mann mit Fernstecher guckt, was der Junge da so treibt und sich informiert, na, ich weiß nicht. Ja, Obi-Wan schreit dann durch die Gegend, vielleicht zeigen sie dann den Kampf mit Darth Maul, ja, vielleicht. Dann freuen sich alle drauf, wenn Darth Maul plötzlich mit Obi-Wan Kinder, aber das haben wir doch auch schon gesehen, im Zeichentrick haben wir es gesehen, ja, bei den Rebels. Ist egal. Ich bleibe jetzt bei Han Solo, es hat mich gefreut. Das war richtig lustig, sehenswert und ein paar gute Resultate sind auch schon, wie sagten halt, Star Wars 2.0. Ein neues Star Wars, ein komplett neues Star Wars. Und da haben die recht, da haben alle recht. Ich mach mit, Star Wars 2.0.
Es muss was Wunderbares sein, ein Star Wars Fan zu sein. Nur schade, dass wir jetzt bei Star Wars 2.0 sind. Ah, Kreisch! Ja, was Neues. Also heute haben wir den roten Teppich uns angesehen, die Bilder, die Live-Videos. Für mich persönlich ist es jetzt Star Wars 2.0. Star Wars 2.0, es ist alles neu, neue Schauspieler. Es geht zwar um dieselben Namen, wir haben Solo, Chewbacca und so weiter. Hört ja gar nicht mehr auf, aber es sind ja auch schon wieder neue dabei. Ja? Neue Diebe oder neue Outlaws oder neue Spielfiguren sind ja schon dabei, die man dann noch gar nicht so im Ohr hat, die man noch gar nicht weiß, wie man sie aussprechen soll. Deswegen lasse ich es jetzt. Ich sage es nur, es sind neue Spielfiguren da. Und so, jetzt sind wir beim Kern und beim Schluss dieses Videos. 2.0. Star Wars 2.0. Also Neustart. Ein neues Star Wars. Wir vergessen das alles, was mal war. Weil es ist ja da. Man kann ja lesen, man kann in Old Republic da ganz rein. Man kann auch ein Stückchen in 1333 da ein bisschen rein. Ja, das erweiterte Universum ist da, man kann rein. Aber in Hollywood, stopp. In Hollywood, seit 2015 ist Star Wars 2.0 mit dem Erwachen der Macht. Sagt ja schon das Wort, Erwachen der Macht. Wie die Stormtrooper schon aussahen. Ja, wie Kylo Ren, der sich mehr als irre, keine Ahnung, als der Boss aller Bosse oder beziehungsweise das Oberhaupt nun sein soll nach 9. Also wenn man das so alles liest, nach 9, 5 Jahre später ist Kylo Ren der Boss. Ja, keiner kümmert sich mehr darum. Ist okay, ja, keine Lust mehr, wir greifen auch nicht mehr an. Ja, so eine Art Stillschweigen. Nun wird uns gezeigt, wo holen die denn die ganze Macht her? Ja, man fliegt dann dahin zu diesem Planeten, so eine Art Wasserplanet, wo alles stattfindet und so weiter und so fort. Also man denkt sich was Neues aus, um aus der alten Geschichte rauszukommen. Spekulationen ohne Ende, dass Mark als Lichtgeist wiederkommt, als Machtgeist, dass er vielleicht gar nicht verstorben ist, dass es nur so aussah, ja, keine Ahnung, weil die Regisseure Johnson und J.J. Abrams, nicht konform, also jeder macht da sein eigenes. So, der Ron hat jetzt sein Han Solo gemacht und das, was ich gesehen habe, reicht mir schon, das ist okay, das wird bei mir eingereiht in die neue Trilogie in Star Wars 2.0. Rogue One, Han Solo, Star Wars 2.0. E7, E8, weiß ich noch nicht, ob ich das irgendwie, aber in neuen Kappen, nee, ins alte passt das irgendwie nicht. Weil Rogue und 4 zusammengeschmolzen ist ein Film geworden. Ob sie jetzt den Han Solo da irgendwie zwischen New Hope und in Teil 4, 5 da reinkriegen, ja. Weiß man nicht, also irgendwie kann man da Sprünge machen, man könnte ihn da reinsetzen, weil er war ja in den Kriegen, ja, er hat ja auch den Krieg mitgemacht, hat man ja gesehen, er war bei diesen imperialen Sturmtruppen, die irgendwas noch Höheres waren, wie wir das nachher bei 4 gesehen, wie gesagt, also er war da mittendrin und er ist ziemlich witzig, ziemlich, ne? Also tollpatschig auch ein bisschen, so wie so, ne, komm ey, machen wir, ne, er rennt da rein und dann rennt er wieder zurück oder macht die Waffe schon scharf oder andere so, ey, mach das mal nicht. Oder er sagt da, ey, mach einen Fingerschnippen und dann haut der ab und er macht einen Fingerschnippen und das Ding haut ab. Schätzungsweise hat L3 nur darauf gewartet. Egal, der Falke ist da, neu, deswegen Star Wars 2.0. Ja. Hallöchen! Hallo.